Yo Leute, was geht ab? Und willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2 Randomizer 1,5 Nuzlocke. Und zwar geht es hier jetzt weiter. Overlay ein bisschen aktualisiert, wie ihr es sehen könnt. Ich habe so im Hintergrund die Typen der Pokémon nochmal gefärbt. Finde ich ganz cool, sieht nochmal geil aus, als wenn er nur so eine Giftdatei ist. Egal wie auch immer, das hier ist nur ein Intro. Ich werde gleich so gesehen diese ganze Montage, Levelmontage, Spielmontage, whatever, eine ganze Montage sehen von Anfang bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, wo wir jetzt hier stehen, damit ihr nicht sagen könnt, ich habe gecheatet, ich betrüge, was auch immer. Das Ganze hat mich eine Stunde gekostet, vielleicht ein bisschen länger etc. Mit dem Video rendern etc. wird mich das bestimmt 3-4 Stunden kosten, egal wie auch immer. Die Mühe lohnt sich. Ihr seht auf jeden Fall, ich bin immer noch mit Herz dabei, Herz und Seele. Und ich würde sagen, einfach viel Spaß. Wir sehen uns dann Video, nachdem mein richtiges Intro abgespielt worden ist. Peace. We'll be right back.
Oh, so. Hier sind wir auch. Wir gehen direkt den zweiten Arena-Leiter, beziehungsweise die Arena-Leiterin in den Arsch treten. Müssen aber leider vorher noch ihre Sklaven besiegen. Ey, die hat keine Seele. Habt ihr das gerade gesehen? Egal, auf geht's. Wie heißt der? Eine Herausforderung von Analyst Scarlet, okay? Er ist eine Transe. Garados. Bedroher. Okay. Bin überlegen. Ja, kann man machen. Heuchler, oh Gott. Oh, das war ein Crit. Jetzt die Frage, ob ich ihn mit Finte besiegen kann. Müsste eigentlich. Eigentlich schon. Schauen wir mal. Oh Gott, ich hasse die Attacke, die macht so viel Schaden. Das ist deren Ernst. Wieso macht das so wenig Schaden? Hat das nicht 60 Base Damage? Ah, fuck me, Alter. Diese Feuchler-Scheiße. Och, komm schon, Mann. Setz doch mal was anderes ein. Ich war verwirrt. Das bringt uns aber eher weniger was. War schneller als wir, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Komm, jetzt triff dich selber. Das wäre perfekt. Jawohl. Ups, wollte ich nicht. Und noch ein Zystrahl. Ist nicht mehr verwirrt. Ja, nee, nach einer Runde. Verwirrung ist nicht mehr verwirrt. Ja. So ein Luck will ich auch mal haben. Alter, das hat ein KP, Mann. Bullshit. Was soll ich machen? Hasse sie jetzt schon wieder. Kann nur stallen, ey. Diese Furchtattacke ist so broken. Kann es nicht mal irgendwie ein Heuler oder ein Silberblick? Ja, nee, komm. Ja. Ist klar. Ist klar, ist klar. Komm, triff dich selber. Ach, meine Fresse. Alter, willst du mich verarschen? Ich wechsle aus. Ey, das hat keinen Sinn ohne Scheiße. Ey, das hat einfach keinen Sinn. Wenn wir einen Crit kriegen, sind wir tot. Deswegen wechsle ich einfach aus. Und wenn wir hier einen Crit kriegen, whatever. Das ist nicht mehr normal, ey. Er kommt immer durch. Wichser, ey. Medite. Aber wir können nur drin bleiben. Schlecker ist low. Armstoß. Oh Gott. War mein Crit. Komm, kriegen wir einen Fünfer, bitte. Nein, bitte nicht, bitte, bitte, bitte. Jawohl, perfekt. Das kriegen wir down, easy. Okay, passt. Eieieiei. Pokémon. Ha. Ich habe auch wieder ein paar Settings an meinem Mic gemacht. Ich hoffe, es hört sich jetzt
Bisschen besser, man hört mich nicht mehr so sehr atmen. Problem ist allerdings, ich bin irgendwie hardcore leise. Müssen wir mal gucken. Das liegt 100% an dem Kompressor, den ich halt als Plugin eingebaut habe, weil ich halt keinen richtigen Kompressor habe. Das Problem ist, wenn ich den halt hochschraube, beziehungsweise mein Gain, dass ich mein Mikrofon booste, übersteuere ich leicht. Das hatte ich schon mal im Stream und dann cutte ich einfach raus, weil da dann mein Noise Gate eintrifft. Deswegen in der letzten oder vorletzten Folge oder so habe ich ja gesagt, ich übersteuere gerade. Und dann wurde ich einfach rausgecuttet und dann hat, glaube ich, jemand in den Kommentaren geschrieben, du übersteuerst gar nicht. Das liegt dann am Noise Gate. Nurse. Okay, Scarabon. Scarabon. Hyschral? Scarabon macht sich bereit oder so, stand da, glaube ich. Aeroas, oh Gott. Okay, ich dachte, das hätte mehr Schaden gemacht. Okay, noch ein Züchter. So, ich habe außerdem gerade vergessen, beim Pokémon Center nochmal Dinge zu kaufen. Fucking Tränke. Oh, Schleckers, 19 Simsala. Ist halt die Frage, was ist effektiv gegen Simsala? Ich glaube, ich habe nichts, was effektiv ist. Nurse Joy. Cool, wir kämpfen gegen Schwester Joy. Macht das? Eigentlich sollte doch Tinte effektiv sein gegen Unlicht, oder? Jawohl, der Huanshot. Nice, Level 20. So, ich muss jetzt nochmal zu Pokémon Center. Sorry, Leute. Aber so ist das. Ich will nämlich safe gehen, Tränke kaufen. Ich will hier nämlich nicht wieder verkacken. Ich will jetzt zur neuen Route ein Pokémon kriegen, das leveln. Wenn wir also in der Range von 20 zu 30 sind, sorry, sind wir halt, glaube ich, safe. Also, was heißt safe? Ich kenne halt wahrscheinlich 80% oder ja 70 bis 80% der Pokémon-Typen nicht und werde so viele Pokémon noch verlieren. Aber ich glaube, das macht das Ganze umso spannender, weil wenn die Leute alles kennen, dann Alter, verliert man halt nur 2-3 Pokémon oder ja, so um den Dreh 2-3-4-5 oder so, keine Ahnung. Oh, da unten ist was, aber können wir eh nicht mitnehmen. Halt ganz cool, aber ja. Ich finde irgendwie, wenn man dann so unwissend rangeht, ist das noch Ganze, irgendwie das Ganze doch viel cooler und vor allem, wenn man die Edition und dann auch noch blind zockt. Euch haben wir mal. So, auf geht's. Los geht's, ich bring dich zum Ausflug. Das ist auf jeden Fall im letzten Try-Tier. Eine Herausforderung von Analyst Tier. Maske Regen. Ah. Das sieht aus wie Käferflug oder so. Deswegen kann ich One Punch nicht reinholen. Nehmen wir einfach Zystrahl. Flockduft? Verwirrt uns das? Ne, er senkt Flochtwert, okay. Oh, das macht keinen Schaden, ey. Scheiße. Okay, es macht uns aber auch keinen Schaden. Okay, es kommt jetzt in den roten Bereich, das heißt, sie wird die Supertrank einsetzen. Okay, nein. Nochmal. Es setzt im orangen Bereich Supertrank ein? Okay.
einfach jetzt die ganze Zeit für Finte. Ich glaube, das ist meine beste Option. Kann nur Locked auf Ruckzucki? Nee, Leben. Gleich kann es 100 Projekte eine Hyperattacke. Wie Final Flash oder Genki Dama. Okay, doch nicht. Fuck, ich habe außerdem vergessen, Tränke einzukaufen. Egal. Jetzt kommt ihr Main-Pokémon, ihr Signature. Heatran. Mal gucken, One Punch Man sollte das regeln. Noch nicht alle Tage. Achso, noch nicht alle Tage Abend. Ich drehe jetzt erst richtig auf. Okay, erstmal Mogelieb. Gucken wir mal. Okay. Okay, okay. Passt. Feuerzahn? Hm, okay. 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 Ein noch. Yes! Yes! Zuckerbrett! Nice! Bei Norden. Abschlag. Abschlag können wir gegen Sandwirbel. Oder? Gegen Sandwirbel. Ich würde sagen, weil. Naja, machen wir Sandwirbel, brauchen wir nicht. So, eigentlich müsste ich jetzt vorbereitet sein und genau wie bei der dritten Folge, glaube ich, haben wir den ersten Orden bekommen. Den zweiten Orden schon geprept haben und dann nur einblenden, aber habe ich leider nicht. Ich war gerade zu lange damit beschäftigt. Movie Maker, ja, Movie Maker, ihr wisst, Leute. Ich habe halt keinen Vegas mehr. Das alles vorzubereiten, zu rendern, alles richtig zu machen, Musik einfügen, Cards, E-Stars, bla bla bla. Deswegen verzeiht mir, aber ist ja nicht so schlimm. Weil die Folge ist ja so gut wie vorbei jetzt, nachdem wir den Orden hier haben. Damit können ein Pokémon bis zu Level 30. Erhält Gift Shock. Okay, das heißt, wir können auf jeden Fall einen neuen Encounter. Da machen wir haha ganz ernst, das haut voll rein, okay. Fuck ist das? Das los? Hey du, während des Kampfes mit der Rennleite Mika, mir sofort aufgefallen. Du hast Charisma. Bitte komm auf jeden Fall nach Pokéwood. Ist das Hollywood für Arme? Du gehst nach Pokéwood? Ah! Also sie ist jetzt auf einmal eine Piratin. Stimmt ja, mein Vater. Ich muss ihn dazu als Kapitän. Ja, so ist das. Ich glaube, hoffe, dass fucking Sharon jetzt nicht draußen wartet und uns Anal nehmen möchte. Ne, okay. Passt. Das heißt, wir gehen ins Pokémon Center heilen. War ein guter Fight. Alec. Bim, bim, bidi, bim. So, dein Pokémon-Team wird topfit, hoffentlich kommt. Ja, auf jeden Fall. So, würde ich sagen, hiermit runden wir dann die heutige Episode ab. War doch ganz gut. Leider nur den zweiten Orden etc. Aber, ja. Ich habe eh schon viel bearbeitet etc. Jetzt lasse ich das Ganze noch 15 Minuten rendern. Lade das dann so ein 10-15 Minuten hoch. Jetzt ist es bitte vor 5. Ich werde sagen so um 8. Folge dann öffentlich veröffentlicht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und ja. War auf jeden Fall cool. Ich werde das auf jeden Fall Folge 7 dann machen. Folge 7 nennen. Ja, und nächstes Mal sind wir dann wieder mit dem aktualisierten Overlay. Ging beim nächsten Mal. Also jetzt das nächste Pokémon, hoffentlich ist das ein Flug-Pokémon. Liebe Flug-Pokémon. Wie auch immer. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Ich bin raus, Leute. Peace.